Ja, servus meine Lieben, herzlich willkommen hier. Da sind wir wieder zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich bin der Fuchs und schön, dass du hier vorbeischaust. Und wir spielen heute Elite Dangerous, möchte ich mit euch spielen. Mittlerweile müsste das eigentlich schon jedem ein Begriff sein. Ich spiele schon viele, viele Jahre und dafür gibt es auch schon viele, viele, einige Add-ons. Und ja, warum will ich jetzt mit euch heute spielen nach so vielen Jahren? Erstmal wollen wir jetzt reinschauen für die Leute, die sich das noch nie gekauft haben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, dass ihr euch das Spiel holt. Denn es ist ab dem 19. November 2020, es ist gratis bei Epic Games zu haben. Ich glaube, zum 29. November oder so müsste das gehen. Also ihr habt auf jeden Fall ein oder zwei Wochen Zeit, euch dieses Spiel zu holen. Wenn ihr dieses Video halt in der Zeit hier seht, dann saugt euch das Game, ist ein, ja, noch ein guter Vollpreis, also ist halt, kostet glaube ich 25 oder 30 Euro das Spiel, und dann gibt es halt genau. So, und wir wollen dann zusammen mal starten. Ja, was erwartet uns in Elite Dangerous? Also, ein Spiel, was angeblich, damit haben die immer früher geworben, eigentlich eines der größten Weltraumspiele ist, die es gibt, mit Millionen von Sternsystem. Also riesengroß, man kann hier fliegen bis ans Ende des Universums. Irgendwann trifft man vielleicht irgendwelche Außerirdische. Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall riesengroß und lass uns einfach reingucken. So, das was ihr seht ist unser Raumschiff, mit dem wir starten. Klein, fein. Zum Nutzen reicht das. Auch da können wir nachher später natürlich andere Raumschiffe kaufen und so weiter. So, da sind wir schon. Willkommen in Mawson Dock. Mach es dir bequem. Wir führen derweil die vorbereitenden Checks am Schiff durch. Ich bin Theo Acosta. Ich leite deine Beurteilung seitens der Pilotenvereinigung. Die mir Anvertrauten erhalten meist ihre Lizenz. Wenn du also meinen Anweisungen folgst, hast du sie im Nu in der Hand. Ach, falls du dich wunderst, ich mag zwar nach Imperium klingen, stamme aber aus einem unabhängigen System. Heute soll es um die Grundlagen von Steuerung, Kampf und den Einsatz des Frameshift-Antriebs gehen. Dieses Sidewinder wurde mit einem Spezialcomputer versehen, der an gewissen Punkten die Kontrolle übernimmt. Meist geht es darum, eine Reihe von Zielvorgaben zu erfüllen. Diese werden im Infomenü oben rechts im HUD angezeigt. Okay, es kann losgehen. Wähle die Option Autostart vor dir, wenn du bereit bist. Jetzt. Start. Ah, meine Maus ist nicht mehr da. Ah, nur noch mit Tastatur, alles klar. Lokal? Lokal. Doch Autostart wählen, oder? Dann mache ich doch einfach da, oder? Das muss ich drücken, um den Autostart zu aktivieren. Wähle Autostart, um zu beginnen. Ah. Leertaste. Das Schöne am Autostart ist, dass du dich entspannen und die Aussicht genießen kannst. Da soll noch einer sagen, Technik würde uns nicht dienen. Andere Bewerber brechen zu eigenen Beurteilungen auf. Das hier ist jedoch kein Wettlauf. Du kannst jede der kommenden Etappen in deinem eigenen Tempo zum Abschluss bringen. Also dieses Spiel gibt es auch als VR, ne? Nur um es mal zu sagen, also wer von euch eine VR-Brille hat, das Spiel gibt es auch auf Steam zu kaufen. Und eure HTC, ich glaube Oculus, weiß ich nicht, aber könnt ihr auf jeden Fall das Spiel auch in VR genießen. Bemerkenswert, oder? Die Menschheit hat so lange auf die Sterne geblickt. Wenn nicht gerade mal wieder ein Krieg für Ablenkung gesorgt hat. Jetzt gleiten wir mühelos an ihnen vorbei. Ah, da wären wir.
Deine erste Aufgabe beinhaltet die grundlegende Schiffssteuerung. Drei Faktoren bestimmen die Flugbahn eines Schiffs. Nicken, Gieren und Rollen. Führe nun jede davon aus. Ja, so mit der Maus kann ich das auch drehen und so. Ist aber schwierig. Aber so. Ja. Steuerung des Schiffes, Ausrichtung A zum Gieren. Überprüfe dein Ziel und führe die erforderlichen Schritte durch, um fortzufahren. Mein Ziel. Die beiden orangen Dinger da. So fängt das schon mal an hier im Weltall. Das ist das Ding, wo wir gerade rausgekommen sind. Gut. Erhöhe nun den Schub, um vorwärts zu beschleunigen. Ah, okay. Also wenn ich A gedrückt halte, dann... B nach vorne. Senke nun den Schub für eine stillstehende Position. Mal herunterfahren oder X zum Regeln. Ich weiß deinen Karriereeifer zu schätzen, muss mich vor dem Ausstellen einer Lizenz aber von deiner Kompetenz überzeugen. Wenn du den Schubregler über Null hinaus nach hinten ziehst, gehst du in den Rückwärtsschub. Drücke wie zuvor den Schub in die Gegenrichtung, um die Bewegung einzustellen. Dein Schiff wird dich zum aktuellen Testbereich zurückbringen, wenn du zu weit abweichst. Bitte, achte darauf. Ah. Eingaben bestätigt. Du scheinst individuelle Steuerungsbefehle zu beherrschen. Kannst du sie in einem Testflug kombinieren? Als nächstes steuere dein Schiff durch eine Reihe von Kontrollpunkten. Folge der Zielkontrollleuchte und halte auf den Kurs zu. Das ist auf jeden Fall nicht einfach. Der Kurs schlingelt sich durch eine Orbitalstruktur und ist für Anfängerpiloten ausgelegt. Die Steuerung ist echt hart, Alter. Also, so. Jetzt habe ich das schon mal so weit geschafft. Beschleunige durch den ersten Kontrollpunkt, wenn du startbereit bist. Bin direkt. Fliege durch die Mitte des ersten Kontrollpunktes. Auf dem Weg dahin. Dabei wechseln sie die Farbe, wie du bemerken wirst. So. Und los. Es gibt kein Zeitlimit. Navigiere in dem Tempo, das du für angemessen hältst und mach dich mit der Steuerung vertraut. Echt krass mit der Maus. Da muss man gucken, da muss es auch noch was anderes geben. Ein Anfall. Nur einen mittelstarken Anfall. So, jetzt habe ich abgebremst. Bin es so gewöhnt mit meinen Pfeiltasten da. Das Zusammenspiel von Rollen und Nicken ermöglicht effektives Manövrieren. Einfach. Aber es läuft gut bis jetzt. Erstaunlicherweise darf ich es durch hier. Okay. Hätte mir nicht gesagt, wo der Rest ist. Bist du? Hier, ah ja. Oh. Komm hoch. Wow. Also ich kann nicht sagen, in VR hätte ich wahrscheinlich schon längst auf den Schreibtisch gekotzt. Ich muss 21
Bei deiner Annäherung solltest du Winkel und Tempo beachten. Siehst du die blaue Markierung neben dem Schub? Sie zeigt die ideale Drehgeschwindigkeit. Was bedeutet das? Hier schwimmen. Hoch! Hoch! Wenn du das Gefühl hast, nicht die volle Kontrolle zu haben, drossle den Schub auf Null, um dich neu zu orientieren. Krass. Und, wem ist schon schlecht? So, 13 von 21 haben wir schon. Und ich glaube, ich... Ja, was ist das? Du näherst dich einer scharfen Wende. Ich empfehle zu verlangsamen, um Missgeschicke zu vermeiden. Ah, jetzt guckt euch das an. Wollen jetzt, dass ich da durchfliege? Wenn dich eine Kollision vom Kurs abbringt, bremse ab und stelle sicher, dass du dein Schiff wieder im Griff hast. Das war aber nicht nett. Das war ja nicht nett. Dabei habe ich wirklich wirklich. Ihr habt es alle gesehen. Wirklich getan. Weil die viel Gas ergibt. Bleib doch mal ruhig, Papa. So. Und hoch, ha? Würde mir auch einfacher fallen. Ich muss mal gucken, ob man vielleicht die Ansicht ändern kann. Wenn das Raumschiff vor mir wäre, wäre es wahrscheinlich ein Stück einfacher. Aber nur ein bisschen. Dein Schiff hat eine Boost-Funktion, die dein Tempo stark erhöht. Nutze sie weise. Ein Boost. Recht. Das ist der letzte Kontrollpunkt. Hat Sachen nicht geschafft. Die Sidewinder ist wendig. Du hast sie gut im Griff gehabt. Ein neues Symbol ist auf der Sensoranzeige im Zentrum deines Dashboards aufgetaucht. Es steht für ein Signal in der Nähe, das du gleich im Zuge der Beurteilung scannen wirst. Ziele auf das Signal, bevor wir fortfahren. Perfekt. Okay. Wir sind schon ein bisschen durch. Hat auch ein bisschen gedauert. Also, ist schon krass, Alter. Aber es macht Spaß. Und ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass es früher, als ich das Spiel am Anfang gespielt habe, war diese nette Einführung nicht da und auf Deutsch. Das war echt gut jetzt, muss ich sagen, um das ein bisschen zu begreifen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann ladet euch das runter. Wie gesagt, ab dem 19. November bei Epic Games auf dem PC gratis zu erhaschen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Däumchen freuen und ein Abo auf dem Kanal. Und natürlich über das Bonus, über die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Fuchs. Ciao.